Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und jetzt gibt es mal ein bisschen Solost Gameplay auf dieser wunderschönen Map mit den extrem geilen Texturen an den Felsen. Und wir müssen diesen Pot hier befinden. Ach, die finden. Genau, die finden. Wir verteidigen diesen. Ja, Pot. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding übersetzen soll. Das Ding, diese Kapsel, genau. Und wir sind hier unterwegs mit einer kleinen Pistole, die eine durchaus hohe Feuerrate hat, wie man hier sieht. Zack, er ist tot. Yay. Den haben wir noch ein bisschen angekratzt, glaube ich. Die Pistole ist, glaube ich, die Sekundärwaffe von den Rebellen in Star Wars Battlefront 2, hat hier aber eine komplett andere Verwendung, nämlich als Primärwaffe. Und die ist auf dieser Map hier sehr gut, weil man sich hier sehr in diesem Spielmodus, die Map ist relativ klein. Man bewegt sich in diesem Spielmodus sehr viel und ich habe hier auch ein Jetpack und verdammt, ich bin gestorben. Critical Kill Assist. 25 Jahre, den Typen habe ich auch fast gekillt noch. Man bewegt sich sehr viel, deswegen ist es gut, dass man so eine kleine Waffe dabei hat, die man schnell ziehen kann. Und das Ding hat auch eine sehr hohe Feuerrate, deswegen eignet sich das gut. Rechts neben mir dieses Teil und auch hier wieder diese Becken, da will man nicht reinfallen, weil die einem Leben abziehen. Da sind so komische blubbernde Dinger drin. Ich weiß nicht, ob was das sein soll, Säure oder so. Oh. Ach, scheiße, ich bin wieder tot. Möchte ich auch nochmal kurz sagen, ich bin in Shootern allgemein nicht so geil. Es geht. Ich denke, ich bin durchschnittlich oder so. Aber mehr als eine 1er KD ist bei mir meist nicht so drin. Ab und zu. Aber das sind wohl eher die Ausnahmen. Also naja, nicht wundern, wenn ich nicht so der überkrasse Typ bin. Aber man muss sich mal diese Map geben, ey, das sieht so schön aus. Das ist nochmal wesentlich besser als Rot, finde ich. Weil die Texturen so viel geiler sind an den Felsen. Das sieht so krass aus. Und das läuft so flüssig auf so einer günstigen Grafikkarte. Also so einer Mittel-Grafikkarte halt, wie ich hier die habe. Also das Spiel ist schon gut optimiert. Mal abgesehen von diesem ganzen. Warum habe ich dich? Den kriege ich noch. Den kriege ich runter. Selbstmord. Und ich habe ihn. Und ich bin tot. Ich hätte, wenn ich da nicht reingegangen wäre, dann hätte ich, wäre ich auch nicht gestorben, aber den Kill, den wollte ich wohl haben. Oh, und dieses Wasser sieht auch toll aus. Und abgestürzter X-Wing hier links und wir müssen diesen Pot da vorne ein. Ach, das schaffen wir nicht mehr. Und zack, sie haben ihn eingenommen. Das heißt, die haben jetzt einen weiteren Punkt. Oh. Die Zeitlinie läuft ab von, wie man jetzt sieht, von 5, Minuten 25. Wenn die bei 0 angekommen ist, hat das Team, glaube ich, gewonnen, was die meisten von diesen Kapseln erfolgreich beschützt hat. Und ja, so läuft dieser Spielmodus ab. Und wir gehen hier in Deckung. Und da vorne ist er. Wow. Ich hätte nicht gedacht, der hat mir doch wahrscheinlich einen Headshot gegeben, dass ich doch nochmal so schnell verreckt bin. Oder wie viel Leben hatte ich? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Naja. Und zack, Jetpack. Das Jetpack ist wie so eine runtergepumpte Version von dem Jetpack von der dunklen Truppe aus Battlefront 2. Hat nicht ganz so viel Power, aber schießt einem mehr so durch die Gegend. Na komm. Was? Wie konnte der überleben? Dich kriege ich, egal wie. Und ich habe ihn. Boah, in der Luft, geil. Nice, nice. Der Skin von diesem Stormtrooper, den wir hier spielen, der ist ziemlich cool, finde ich. Wow. Da wurde ich getroffen. Ah, und ich hab dich. Haha. Oh, das war einer von mir. Der hat dich fast angegriffen. Lol, mein Field of View ist ein bisschen seltsam. Ich habe das auf 100 gestellt, aber wenn man jetzt. Killed by yourself. Ja, da bin ich in so ein komisches Loch reingefallen. Das sieht sehr komisch aus. Man sieht jetzt oben links, wie sich wie sich das Raumschiff gerade eben ganz lang gezogen hat, was da am Himmel schwebt. Mon Calamari. Sternzerstörer. Das liegt irgendwie am Field of View. Das sieht ganz komisch aus. Da komm her. Oh, aufpassen mit der Granate. Jetzt habe ich mich auch noch selber beschädigt hier. Oh, da ist jemand hinter mir. Oh Mann, das war scheiße. Hätte ich die Granate nicht geworfen, hätte ich dem hinterher rennen können. Hätte ich den wahrscheinlich gekillt. Oh, das Spiel sieht so. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Das sieht aus wie eine Battlefield 3 Taschenlampe vor uns. Die Sonne. Ach du Schande, die Sonne. Ah, da vorne ist einer. Okay, Steffen, mach jetzt keinen Scheiß hier. Hab ihn, gut. Da habe ich ziemlich viel daneben geschossen. Oh, und wir verlieren gerade ziemlich hart.
Ich laufe nur die ganze Zeit durch die Gegend und mache nicht wirklich irgendwas, was dem Team hilft. Ich denke auch nicht, dass wir das überhaupt noch schaffen werden, das wieder rumzureißen. So, wir müssen den da hinten einnehmen. Oh, ein Orbitalschlag. Ich denke, wir hauen. Oh, ach, scheiße. Ich darf nicht so viel fluchen hier. Die Grafik allein ist schon genug, um mich zu befriedigen. Nein, nicht wieder da reinfallen. Also ich meine nicht, dass die Grafik, dass ich, wenn die Grafik geil ist, denke ich mir, das Spiel ist in Ordnung, sondern einfach nur, wenn ich scheiße spiele, da gucke ich mir das Spiel einfach an und denke, boah, sieht das geil aus. Und da bin ich nicht mehr sauer. So ist das, genau. Weil ich schnell am Rumragen bin, wenn irgendwas nicht so läuft, ja, dann wird Steffen wütend. Aber das geht wohl noch. So, suchen wir mal. Der da vorne, die Kapsel, die ist noch gut beschützt. Wir müssen Rebellen finden. Hopp, hopp. Okay, den haben wir. 2 gegen 4. Aber wir gewinnen das nicht mehr. Unmöglich, denke ich. Ich glaube, das ist überhaupt nicht mit der Zeit. Kommt mit der Zeit nicht mehr hin. Ach, scheiße. Da, das war ein. Boah, die hab ich aber fast gekillt noch. Da habe ich fast ein 2 gegen 1 gewonnen noch. Oh, da vorne war einer. Und. Ah, die können wir nicht. Ah, wir haben einen geschützt dabei. Infantry Turrets. Ah, das können wir einfach irgendwo hinstellen. Na komm. Oh, die müssen wir einnehmen. Schnell einnehmen, einnehmen, einnehmen. Flott, 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 flott. Ja, eingenommen. Okay, jetzt haben wir das Geschütz davon hingestellt. Das ist wie so ein Autogeschütz von Battlefront 2. Das schießt einfach auf irgendwelche Leute, die da. Wow, was war das denn? Auf irgendwelche Leute, die da lang gehen. Da den Kill Assist zum Beispiel, den habe ich nicht bekommen wegen dem Ding. Ah. Ah, ich wurde gar nicht getroffen. Oh ja, mein Autogeschütz hat sogar jemanden gekillt. Geil. Ah, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Okay, falls da jemand ankommt. Aber ich, mein Leben ist wieder auf 100%. Also ab in den Kampf wieder. Da vorne ist niemand. Ich dachte kurz, da würde ich. Oh, da haben wir jemanden. Und den habe ich. Nice. Get 10 kills with a Blaster Pistol. Yeah, Killstreak. Ganz toll. Ah, noch 30 Sekunden. Okay, mein Team hat den wieder eingenommen. Aber den haben wir sowieso verloren jetzt. 20 Sekunden noch. 10 zu 10. 1er KD. Yay. Die meisten Leute im Spiel haben mehr Kills. Was heißt die meisten? Ich glaube, ich war sogar der Letzte. Aber die haben eine schlechtere KD. Ich kann mich jetzt ganz besonders fühlen. Jo, noch ein. Zack. Und noch gestorben. Ganz am Ende noch. Defeat. Super. Und das war's. 11 zu 11. Yay. Super krasse KD. Aber ein schönes Spiel, denke ich mal. Auch. Okay, es war eine Niederlage. Wir waren auch ein bisschen outnumbered. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.